Faktorisiere so weit wie möglich dieses Quadrinom dritten Grades. 2x hoch 3 plus 5x² minus 2x plus 3. Wir nennen dieses Polynom p von x und versuchen einen x-Wert herauszufinden, für den dieses Polynom 0 ergibt. Das versucht man mit den ganzen Teilern von diesem unabhängigen Glied. Die ganzen Teiler von 3, das sind plus minus 1 und plus minus 3. Versuchen wir zum Beispiel bei minus 3. Den Zahlenwert dieses Polynoms bei der Zahl minus 3 finden wir, indem wir hier das x überall durch minus 3 ersetzen. Wir finden also 2 mal minus 3 hoch 3, Vorsicht, Klammern, plus 5 mal minus 3 Quadrat, minus 2 mal minus 3 plus 3. Wir rechnen hier zuerst die Potenzen aus. Minus 3 hoch 3, das macht minus 27. Und minus 3 hoch 2, das macht 9. Jetzt rechnen wir die Multiplikationen. 2 mal minus 27, das macht minus 54. 5 mal 9, das macht 45. Und minus 2 mal minus 3, das macht plus 6. Und erst jetzt rechnen wir Additionen und Subtraktionen. Wir sehen hier 45 plus 6 plus 3, das macht plus 54. Und minus 54 plus 54, das ergibt 0. Also können wir dieses Polynom p von x faktorisieren in die Form x minus minus 3, also x plus 3, mal ein Polynom zweiten Grades. Um dieses Polynom zweiten Grades herauszufinden, nutzen wir das Horner-Gitter. In der ersten Zeile schreiben wir die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen von x in diesem Polynom, Polynom, das vollständig ist, und geordnet nach abfallender Reihenfolge der Exponenten. Die Koeffizienten sind 2, 5, minus 2 und 3. 2, 5, minus 2 und 3. Jetzt ziehen wir das Gitter und in diese Zelle stecken wir die Zahl hinein, für die der Zahlenwert des Polynoms 0 beträgt. Also hier die minus 3. Diese 2 rutscht bis da runter. Von da nach da wird multipliziert. Minus 3 mal 2, das macht minus 6. Vertikal addieren wir. 5 plus minus 6 macht minus 1. Minus 3 mal minus 1 macht 3. Minus 2 plus 3 macht 1. Minus 3 mal 1 macht minus 3 und 3 plus minus 3 macht 0. Das ist der Rest der Division und dieser Rest muss 0 ergeben. Jetzt deuten wir dieses Horner-Gitter. Es steht hier geschrieben, dass 2x hoch 3 plus 5x² minus 2x plus 3 gleich ist zu x minus minus 3, also x plus 3, mal 2x² minus 1 mal x plus 1, also so. Der Auftrag lautet, faktorisiere so weit wie möglich. Also müsste man versuchen, dieses Trinom weiter zu faktorisieren. Wir suchen eine Nullstelle von diesem Trinom und die eventuellen Nullstellen suchen wir unter den Teilern vom unabhängigen Glied. Die ganzen Teiler von 1 sind minus 1 und 1. Aber bei diesen zwei Zahlen wird dieses Polynom nicht 0. Im vierten Jahr
werden wir ein Verfahren lernen, durch das man einfach beweisen kann, dass dieses Trinom in der Menge der reellen Zahlen nicht faktorisierbar ist. Und somit ist diese Übung beendet.